Ihr wollt wissen, wie es mit unserem Special weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin nicht der Sven und wir spielen heute keine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Käffchen. Und wer sich wundert, warum ich hier spreche, ich bin übrigens Herr Spielkind und nicht der Sven, der hat garantiert das gestrige Video verpasst und der Sven wird euch das aber sicher netterweise hier irgendwo verlinken. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir heute mit dem nächsten Spiel weiter, das heute heißt Getting Over It und ob der Sven es wirklich rüber schafft, das sehen wir jetzt nach einer kurzen Überblendung. Und damit auch von mir wieder ein herzliches Hallo, Hallöi, Hallöle. Ja. Getting over it. Juhu! Und ja, ich trage es. Ich sollte es tragen, also ich trage es. Eigentlich ist die Folge, also Aufnahme direkt danach. Ja. Ich mach mich erstmal wieder klein. Okay, man sieht alles. Das schon mal gut. Ich habe da schon mal dran rumgefummelt. Ich mache jetzt nicht Continue, weil das wäre unfair. Ich mache ein neues Spiel. Viel Spaß. In ein Topf. Und jetzt geht das wieder los. Genau. Das hier ist noch einfach. Das kriegen wir noch hin. Jetzt. Ja, nein. So. So, absetzen. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Muss ich 20 Minuten aushalten, weil da am der steht. So, ich ziehe mir jetzt hier. Oh. Ein Nuss. Ach, dieses Spiel. Ich hab mir das mal bei Bram angeguckt. Warum? Was versuche ich hier eigentlich mit der Tastatur? Die Tastatur brauche ich hierfür nicht. Finger weg davon. Alter Schwede. So. Hoch. Rüber. Schwenken. Und absetzen. Da. Hin. Ne. Hoch. Rüber. Runter. Rüber. Eieieiei. Wir haben's. So. Ah, man wirkt ein bisschen wie so ein Sengmeister, der gerade versucht, hier runter, also sich irgendwie. Jetzt muss ich so rum. Ach, falsche Richtung. Ja. So. So. Nein. So. So. Nein. So. So. Verdammt. Das kriegen wir. Also. Nicht so hektisch. Wir versuchen es in langsam. Wir heben uns hier hoch. Kommen wir da drauf? Nein, wir kommen da nicht drauf. Jetzt. Was ist denn? Das war doof. Nein, nicht. Nein. Wir schaffen das. So. So. Näher ran. Hoch. Hoch. There's nothing more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino, vorsichtig put all your winnings on random, but it came up black. Wir gehen hierher, ziehen uns
Buch. Absatz. If you want an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view, starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away. Ja. I'll be here. Ja, ist schön, dass du da bist. Aber zu schnell. Zu schnell. So, das heißt also, ich will doch nur runter. Darüber, da runter. Da hoch. Runter, absetzen. Hier will ich stehen bleiben. Dann will ich den Kollegen drehen. Will da oben mich einhaken. Alright. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. Ja, das ist schön. Okay, langsam. Vorsichtig. So. Da hoch. Anhaken. Und jetzt. Da dran. Hängen geblieben. Verdammt. Ja. Nein. Ja. Nein. Oh. Da ist gut. Oh, ziehen. Nein. Hochziehen. Hoch. Und runter. Und. Ja. So. Ein Stückchen näher. Ui. Wir schaffen das. So. Ich will. Verdammt. Ein kleines Stückchen. Ja, das könnte schon reichen, Nein. Ei. Oh. So. Okay, das reicht nicht. Oh. Ja. Okay, wir versuchen jetzt einmal Captain Rabiat hier. Au. Na, komm. Ich wäre, glaube ich, ein guter Schaufelraddampfer. Zumindest in dieser Konfiguration hier. Nimm mir das Paddel da oben und dann mache ich eine neue Karriere. So. Okay. Lieber ein bisschen vorsichtiger. Hier hin. Nein, nicht so weit. Hier. Jetzt. Sag mal. Rund. Nein, nicht. Lecko funny, ey. Hoch, rüber. Absetzen. Langsam absetzen. Nicht zur Seite wackeln. Einfach nur. Ich will nur. Ja, das geht. So, jetzt hier hoch. Einmal einhaken. Manchmal wäre ich nur ein guter Masochist geworden. So wie derjenige, der diese Spiele hier programmiert hat. Es gibt ein paar, auf die ich gespannt bin. Also, ich habe heute Morgen einen USB-Stick überreicht bekommen. Mit ein paar Videos. Diese kleinen Intros, die ihr jetzt schon gesehen habt. Die ich mega finde. Ich habe mich tierisch drüber gefreut. Und
Die sollte ich mir alle angucken, damit ich weiß, was ich mache. Sogar die Wahl bekommen, ob ich das hier veröffentliche oder nicht. Und ich habe mir gedacht, Leute, ehrlich, wenn mir Herr Spielschinken schon sagt, ich darf ihn mit seiner Stimme öffentlich darstellen, man darf ihn hören, das darf ich euch nicht vorenthalten. Und seine Stimme klingt jetzt wirklich nicht schlecht. Das Mikrofon ist vielleicht nicht das Optimale, aber da hat er auch schon für Nachbesserungen gesorgt. Da bin ich dann demnächst mal beim Zocken drauf gespannt. Komm. Nicht in die Richtung, sondern in diese. Ne, auch nicht. Weiter. Hoch. Rüber. Und jetzt hier runter. Sanft absetzen. Die Arbeit, die er sich da gemacht hat mit dieser wunderbaren Torte. Ich appreciate das zu 100%, weil das ist... Ich weiß gerade in Satisfactory, was das, Gott sei Dank, für eine Arbeit ist. Nee, falsche Richtung, andere Richtung. Auch wenn mit Mods gearbeitet wurde oder sonst irgendwas, vieles davon ist trotzdem noch eine Menge Arbeit. Ich meine, wer mein Satisfactory Let's Play kennt, der weiß, wie lange Sachen dauern können, wenn man sie ohne Mods macht. Okay, absetzen. So, und hier wieder drauf. Well, this game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author Sexy Hiking? Of Jazzor, a mysterious Sexy Hiking? And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely. And they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. Okay, wie komme ich hier jetzt? Nee, das machen wir mal nicht. Nee, das machen wir auch nicht. So, wie kommen wir hier drüber? Weil ich kriege den ja nicht bis ganz... Oh. Einmal drumherum. So, absetzen. Ja. Hier drauf. Nein. Morgen. Ich bin wieder da. So. Wir fangen hier wieder an. Könnte meinen, ich habe jetzt gelernt, wie dieser Part hier geht. Aber nein. Habe ich offensichtlich nicht. So. Komm, die Kante will ich haben. Danke. You can hit the escape key if you need to change the mouse sensitivity. Ich habe ja hier so eine tolle Logitech-Maus. Da kann ich meine Maus-Sensitivität selbst einstellen. Übrigens keine Werbung. Oh Mann, ey. Dahin. Darüber. So, jetzt hier wieder rauf. Ich sollte die mal wieder höher stellen. Erstmal. So. Wir wollen auf den Zweig. Ich glaube, da bin ich ein bisschen besser. Also, wir setzen uns jetzt hier ab. Dann gehen wir hier hoch. Holy crap, eine Viertelstunde haben wir fast geschafft. Das ist anstrengend, dieses Spiel. Ja.
Nein, 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 nein. So. Ganz langsam oben drüber. Hier hinten einhaken. Okay, hier, jetzt kann uns erstmal nicht viel passieren. Bis zu einem gewissen Punkt. Ja, ab jetzt sind wir wieder gefährdet. Aber wir kommen hier noch auf den Stein drauf. Ziehen den hier weg. Den oben an den... Nein. Ja, nice. Tut weh. Eieieiei. Hatte ich eigentlich noch irgendeinen Gedankengang offen? Egal. Also, ne, ich habe die verschiedenen Videos bekommen. Ne, und dann musste ich mir die alle angucken, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Mit der Entscheidung, willst du das auf deinen Kanal packen oder nicht? Woraufhin ich gesagt habe, ist eine geile Idee. Außerdem, wenn ich schon nicht irgendwo hingehe mit dem Bauchladen, dann mache ich wenigstens das. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich eine gute Idee. Es hat, also ich finde es echt super. Ich weiß, was so kommt. Warum klicke ich hier? Nein, 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 Mann. Ich weiß nicht, wie man an diesem Haus vorbeikommt. Ich komme nicht oben drauf. Oder komme ich... Nein. Runter. Komme ich auf das Haus, in dem ich hier abstütze? Nein. Wenn ich jetzt runterziehe... ich hake mich da nicht ein. Schade. Hätte ja klappen können. So. Okay, das hat auch nicht geklappt. Warte mal. Hier mal ein Stückchen da so rüber. Setzen uns ab. Ding, ding, ding. Verzeihung. Oh. Ich bin über das Haus gekommen. Dann habe ich es verkackt. Aber ich bin über das Haus gekommen. Also die das Dixie. Ja. Runter. Gracias. Nicht hektisch werden. Nicht hektisch werden. So. Blums, blums. Einmal hier rauf. Einmal hier rüber. Aha. Jetzt weiter, hoch, hier rüber. So, und wir wollen uns langsam hier vorne. Puh, 18 Minuten. Leck mich am Arsch. Also 18 Minuten geht meine Aufnahme plus minus. Ich mache ja auch noch ein bisschen drüber. Also die 20 Minuten müssen... Minuten müssen ungefähr passen. Hallo? Nee, so rum. Und jetzt hier oben rum. Danke. Eieiei. Dort absetzen. Puh. Bisschen vorsichtiger. Nein. No. So. Dahin. Rum. Einfach raus, ein bisschen hoch, ein bisschen rum, ein bisschen hier absetzen. Danke. Ein bisschen hier oben dran. So. Gott. Hin. Das heißt, wenn ich mich jetzt wieder hier so hinsetze, wie ich es gerade gemacht habe, das war ja relativ gut. Das hat ja ganz gut funktioniert. Ich setze mich hier ab, der kippt ein bisschen. So. Jetzt muss ich einmal pushen,
hier hoch und jetzt vorsichtig absetzen. Absetzen, 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 nicht wegrutschen. Oh, Gott sei Dank. Huch, hey. Ich fange an zu schwitzen. So. Also, wir schauen weiter. Wir kriegen das hin. Wir gehen hier hin. Nehmen uns den. So. Dann geht es hier. Nein, 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 nein. Nicht hängen. So ist gut. So ist gut. So ist gut. Fein, 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 fein. Hier drüber. Ja. Okay. Nein, 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 nein. Ich will doch nur hier absetzen. Danke. Okay, da oben wird ein bisschen schwieriger, deswegen wir packen uns auf die höchste Stelle hier. Dahin. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Nee, 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 nee. So, dann. Wir kommen da oben nicht dran. Okay, das verstehe ich. Das heißt, wir ziehen uns hier hin und wir stoßen uns wieder so ab und kommen hier. Hiking is the perfect embodiment of a B-game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Es ist schön, dass du mir das alles erzählst. Ich wäre froh, wenn ich dein Spiel schaffen würde. Dann könnte ich Sexy Hiking gucken. Okay. Pushen, rüberschmeißen. So, wir sind jetzt bei 21 Minuten und ein bisschen. Jetzt ist die Frage, möchte ich diesen Becher noch schaffen? Wir geben uns jetzt einen Versuch, da hochzukommen. Gehen wir uns hier setzen. Und ich würde sagen, falle ich runter? Hören wir auf? Bleibe ich oben? Also, wir machen das bis zum nächsten Runterfallen. Was haltet ihr davon? Das ist so eine super Idee. So, ein Stückchen rüber. Nicht hinfallen, ein Stückchen weiter rüber. Nicht hinfallen, ein Stückchen weiter rüber. Noch ein Stückchen. Ne, 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 ne. So, jetzt kommst du ins Spiel. Ja, genau so. Wir pushen uns hoch. Yeah. Okay, da oben absetzen geht noch nicht, weil da steht unser Hammer zu beschissen für. Oh. Ja, das würde ich als Absturz zählen. Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Ich hoffe, euch gefällt die Hochzeitswoche hier mit, ne? Wat mut, dat mut. Nein, wat is denn nu? Wunderbar. Tschüss. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit diesem Junggesellenabschiedsspezial weitergeht, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr ein Like oder einen freundlichen Kommentar da lasst. Und damit Käffchen. Tschüss.